Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu The Witcher Wild Hunt. Ja, weiter geht's. Wir sind ja jetzt hier in der Hafenstadt. Und wir müssen jetzt Avalak Bescheid sagen, dass alles bereit ist. Und das machen wir jetzt mal eben. Ist das ja, Geralt? Wir waren in deinem Labor, das machen wir einfach mal. Wir waren in deinem Labor. Ihr habt hoffentlich keine Unordnung gemacht. Du hast nicht erwähnt, dass du die beste Informationsquelle der NL-Elfen hinsichtlich Ciris Fähigkeiten warst. Ich habe viele Dinge nicht erwähnt. Zum Glück sind sie nicht mehr wichtig. Deine Experimente mit dem Gen, dem älteren Blut, die sind nicht wichtig? Ich habe die Studien verfolgt, um Ciri zu schützen. Um Lara Dorons Blut zu schützen, durch wessen Adern es auch strömt. Ah, okay. Also hast du vielleicht gehofft, Lara selbst kontrollieren zu können? Nach all den Jahren? Lara ist tot. Meine einzige Hoffnung ist, dass Ciri ihre Bestimmung erfüllt und überlebt. Wenn wir den Sonnenstein einsetzen, wie kommst du darauf, dass Eredin es nicht herausfindet? Ich bezweifle, dass er glaubt, die Elfen der Weißen Flotte hätten plötzlich Sehnsucht nach ihm gekriegt. Wir können das Signal ändern, das der Sonnenstein aussendet. Unwahrscheinlich, dass Eredin den Ursprung erkennt. Das ist nicht das einzige Artefakt, das diese Kraft hat. Es gibt noch mehr? Großartig. Erklärst du mir dann, warum ich wegen diesem hier ganz Skellige auf den Kopf stellen musste? Der Sonnenstein war am einfachsten zu finden, glaub mir. Du hast Ciri eingesperrt, als du sie zum ersten Mal getroffen hast. Jetzt beschützt du sie und bekämpfst deinesgleichen. Ziemliche Kehrtwende. Erstens habe ich sie nicht eingesperrt. Sie hat mich gefunden. Es war ihr Schicksal. Ja, natürlich. Und zweitens, warum hilfst du ihr? Weil sie eine Gefahr ist. Eine tödliche. Du siehst in ihr einen Menschen, einen Schützling, sogar eine Tochter. Ich sehe in ihr das ältere Blut. Eine Kraft, die die Welt zerstören kann, die unter keinen Umständen in Eredins machtgierige Hände fallen darf. Unsere Motive sind verschieden, ja. Und doch verfolgen wir dasselbe Ziel. Es wäre gut, wenn du mir vertraust. Oder es zumindest versuchst. Erzähl mir mehr über Karantir. Kennst du ihn gut? Ihn kennen? Ich habe ihn gezüchtet. Du meinst wohl aufgezogen? Nein, Geralt. Ich habe ihn lange vor seiner Geburt geformt. Viele Jahrhunderte habe ich fähige Elfenpaare zusammengeführt, die Zeit und Raum beeinflussen konnten. Er ist das Ergebnis dieser Mühen. Karantir, das goldene Kind. Das goldene Kind, das zu einem Verbrecher wurde. Nette Welt, die ihr NL da habt. Man könnte sich glatt in sie verlieben. Sag mir, wie macht ihr das? Ihr sitzt da und spielt Flöte, malt brünftige Einhörner in prachtvollen Landschaften, baut reich verzierte Türme und dann bringt ihr uns um, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Schuldgefühle. Wie? Fühlt ihr Menschen euch schuldig, wenn ihr Enzede tötet? Oder Zwerge? Oder Dryaden? Wir sind gleich, weil wir gleichermaßen fest an die Unterlegenheit anderer glauben. Wie es aussieht, wird Ciri deine Hilfe bald nicht mehr brauchen. Und deine auch nicht. Stimmt. Sie wird tun, was sie will. Und ich unterstütze sie. Was ist mit dir? Bist du bereit, sie ihr eigenes Leben leben zu lassen? Ich werde sie zu nichts zwingen, wenn das deine Frage ist. Geht es Margarita besser? Ich konnte die Geweberegeneration beschleunigen. Sie fühlt sich viel besser. Wir sollten Eredin so schnell wie möglich herbringen. Sonst steht zu befürchten, dass deine Zauberinnen sich noch zerstreiten. Wir haben den Sonnenstein gefunden. Gealpans Geschenk der Weißen Flotte an Dilian. Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt. Und Gealpan starb vor Kummer. So lange lassen wir Eredin nicht warten. Ich glaube, wir sind soweit. Denk dran, wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr.
Ich bin bereit. Höchste Zeit, dass wir Segel setzen. Und Vic wartet. Na dann los. Ihr postiert euch auf den Klippen. Hier, hier und... Danke. Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen haben. Ich will nur vermeiden... Oh, Geralt, auf dich haben wir gewartet. Wirklich? Mir scheint, ihr habt schon angefangen. Wir haben Fragen magischer Natur besprochen. Nichts, was dich besonders interessieren würde. Klar. Ich bin ja nur ein schlichter Hexer. Keine Sorge. Schlichtheit hat auch ihren Reiz. Du wolltest deinen Plan erläutern. Er ist einfach, aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein. Wenn Karantir auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahr kurz darauf in der Bucht erscheinen. Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der Enelle zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet. Und dann muss das 7. Imlak-Infanterieregiment unter Herzog War Atre es entern. Mit deiner Hilfe. Puh, Emir ist aber großzügig mit seinen Ressourcen. Er hat sogar seinen Skellige-Feldzug unterbrochen, um uns zu helfen. Aber nicht aus reiner Freundlichkeit, glaub mir. Er macht es aus dem gleichen Grund wie wir alle. Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Viel Glück. Dem Plan fehlt ein wichtiges Element. Was ist mit Ciri? Cirael wird warten, in sicherer Entfernung von der Nagelfahr. Lass mich raten. So hattest du dir das nicht gedacht. Nein, ich wollte mit dir gehen. So hatte ich mir das gedacht. Aber das lasse ich nicht zu. Viel zu gefährlich. Du hast nicht das Recht, sie herumzukommandieren. Amüsant. Cirael hat das Gleiche gesagt, nur viel lauter. Doch, ich habe dieses Recht. Nur ich weiß, wie man den Sonnenstein aktiviert. Und ich tue es zu meinen Bedingungen oder gar nicht. Cirael hat die Stärke meines Arguments erkannt. Zweifellos wirst du das auch. Cirael, schwörst du am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Wohin gehst du? Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte? Oh ja. Das ältere Blut kann feurig sein. Es bringt nichts, Ciri zu sagen, was sie tun soll. Im Gegenteil, ich spreche aus Erfahrung. Am Ende macht sie doch, was sie will. Hoffen wir es. Wie bitte? Nicht wichtig. Wir haben wenig Zeit. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Später wirst du nicht mehr dazu kommen. Ich warte bei den Boten und den Soldaten auf dich. Yen, warum bist du hier? Um dich zu sehen. Ist was passiert? Noch nicht, aber bestimmt bald. Vielleicht überleben wir es nicht. Unsere Chancen stehen schlecht. Tja, wir sind hier, um Eredin und die wilde Jagd mit allem, was wir haben, zu bekämpfen. Es könnte wie Sodden werden. Oder schlimmer. Nichts könnte schlimmer werden als Sodden. Hör zu, wenn das vorbei ist,
Wenn wir überleben, will ich weg von hier. Weit weg. Und ich wünsche mir, dass du mitkommst. Wohin? Wohin auch immer. Nach Porvis, jenseits der Drachenberge, sogar nach Serikanien. Möglichst weit weg von Politik, Intrigen und diesen höheren Kreisen. Du? Du willst Intrigen und Politik für immer den Rücken kehren? In dieser Welt bist du in deinem Element. Sie ist dein Leben. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Selbst jetzt steckst du bis zum Hals drin. Ja, aber nur um Dinge richtig zu stellen und mich zurückzuziehen, solange ich die Oberhand habe. Was dann? Eine kleine, einsame Hütte mit einem Blumengarten zur Pflege? Warum nicht? Ist es das, wovon du träumst? Wir sollten zusammen fortgehen, an einen Ort, der uns gefällt, und tun, wonach uns der Sinn steht. Und? Kommst du mit? Ich weiß nicht, Jen. Ehrlich gesagt, klingt das viel zu schön, um wahr zu werden. Du kannst jederzeit zurück, wenn wir nach einem Monat die Anwesenheit des anderen nicht mehr ertragen können. Gut. Ich würde es gerne versuchen. Das reicht mir schon völlig. Geh, Geralt. Avalach wartet schon. Und pass auf dich auf, Hexer. Ja, auf uns aufpassen. Das tun wir natürlich. Okay. Hat er gerade schon wieder ausgespuckt? Ich hab dich in Vysima gesehen. Interessiert mich nicht, wenn du ihn gesehen hast. Hat er auch nichts dafür. Lass mich in Ruhe. Also, Geralt. Bereit? Ja, wir sind bereit. Komm. Wir können anfangen. Schnappen wir uns die Bastarde. Mit Vergnügen, Geralt. Mit Vergnügen. Ja, irgendwie kommen die Filmsequenzen über meinen anderen Monitor auf Lautsprecher. Hä? Das ist ja merkwürdig. Ja, das ist ziemlich blöd, weil er das nicht hören können, weil ich habe das im Mikrofon natürlich komplett unterdrückt. Kommt hier gar nicht durch. Ja, sie kommen. Das ist wieder normal. Das ist merkwürdig. Eisloch,
mir nach. Die Nagelfahr muss in der Nähe sein. Kein Problem. Einfach zerschnetzeltion. Einfach durch. Oh ja, das tun wir. Ey.
diesem Eiswasser hier drin, ey. Boah. Ach du Scheiße, da fackelt ja alles. Jetzt nicht mehr, jetzt alles weg. Ein Feuer mehr. Ja, er macht sich natürlich immer Sorgen um sie. Das ist natürlich immer schlecht. So eine Schlacht und so, das ist blöd. Verfluchte Scheiße! Das ist unsere Chance! Auf geht's! Ey! Mein Schwert ist kaputt. Auch das noch. Moment, ich muss mal reparieren hier. Außerdem, das kannst du im Kampf nicht. Ja, schön, das ist toll. Kann ich wenigstens wechseln? Wie kann ich wechseln? Ja, ich habe leider kein... Ich habe leider kein Silberschwert. Außer das natürlich hier, aber... Mir fehlt ein Level! Ha, geil! Jetzt kann ich das nicht machen, weil ich im Kampf bin. Ey! Oh Mist. Habe ich echt ein Problem hier. Hau ab! Nein, er hat mich... Oh Mann. Ich muss mein Schwert vorher jetzt reparieren. Das ist doch bekloppt. Drecksding geht immer so schnell kaputt. Oh, ich hoffe, ich fange jetzt genau da wieder an. Ja, gut, wie gesagt. Bevor ich jetzt hier eben was mache, kann ich jetzt reparieren vielleicht. Danke. Und das repariere ich auch mal kurz. Das ist für das Ding viel besser geeignet. So. Hier müssen wir, wie gesagt, noch warten. Verfluchte Scheiße! Das ist unsere Chance! Ja. Hast du Ciri gesehen? Sie war bei deinem Du kommst nicht durch ihre Rüstung! Wirf sie ins Meer! Ja, Hemdal! Ja,
glaube halt, das kommt immer unendlich hier. Das nervt ja vielleicht hier. Also, ich geh mal durch. Da kommen wir sowieso immer unendlich, glaube ich. Wer ist der Nächste? Wer will Stahl von Skellige schmecken? Hjalmar, hast du Ciri gesehen? Bei der Nagelfahr. Wir ersaufen euch Dreckschweine, bis die Bucht schwarz von euren Leichen ist. Was jetzt, du Stück Dreck? Ey, warum stirbt er nicht? Klopf auf den ein und er stirbt einfach nicht. Ja, Schwerter werden jagt nämlich jetzt nicht mit. Ey, ey. Guck mal, die bringt doch keinen Kram. What the fuck? Versuch mal zur Nahgefahr. Oh Mist. Welche letzten Worte? Halt's Maul und kämpf! Du hattest eine Chance. Ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber erst später. Wenn du im Sterben liegst. Hey, hey! Was?
Hör auf mich zu treten! Schon. Ja, verpisst er sich. Was zu sagen. Avalach hat uns beide hinters Licht geführt. Er hat uns beide gegeneinander aufgehetzt und ist mit Cirilla verschwunden. Ich glaube dir nicht. Krieg ist tot. Da. Wo ist Ciri? Was? Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nur, dass Avalach uns vielleicht verraten hat. Was? Ein Unwetter? Geralt, schau! Voll! Verdammt! Das Schiff verbringt hier im Moment! Versteck dich im Hohlraum auf der anderen Seite! Los! Oh, wir brennen! Gleich! Los!
kann ich nicht. Das kann ich. Los geht's. Ach, auch noch Riesen. Wo bist du denn? Lauf doch mal, Pferd. Ey, jetzt ganze Viecher spielen alle verrückt hier. Die ganzen Mobs und so kommen. Ja, mein Pferd will nicht mehr. Kein Bock mehr, yo. Wir haben nicht viel Zeit. Ja! Voll Pferd! Warte auf mich! Welcher wird er jetzt abhaust? Ja, was soll ich denn machen? Mein Pferd hat mich abgeschüttelt. Hatte keinen Bock mehr. Los! Das noch. Ich hab dich so mit dicht bei dir bleiben. Ey, was hat dieser blöde Avalach vor? Wachenverräter. Schwinde! Warte. Moment, ich muss looten. Oh, ich kann nicht looten. Ja, ich komme schon. Mist. Mein Loot. Ah, es ist laut hier auf meinem Ohr. Ich muss langsam schreien. Kann ich looten. Ja gut. Verdammt! Avalach hat den Turm mit einer magischen Barrikade umgeben. Kannst du sie auflösen? Auflösen? Nein. Ich kriege höchstens einen Riss rein. Und nur ganz kurz, weil... Genauerchen. Kommen wir beide durch? Nein! Du musst alleine gehen! Ich komme mit Ciri zurück! Ich weiß! Agoret! Cheygane! Agoret! Jetzt, Geralt! Mir geht's gut! Geh jetzt! Und bestell Avalach! Herzliche Grüße! Oh Mann. Traumhaft. So. Ihr Lieben, wir machen hier aber einen Cut, weil ich es sonst nicht mehr schaffe, die Folge hochzuladen heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind ja bei 41 Minuten. Wir machen hier dann direkt in der nächsten Folge weiter. Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Dann geht's Avalach an den Kragen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.